So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video zu Escape from Tarkov. Und zwar geht es heute um ein Thema, was einige betreffen wird, einige auch nicht. Und zwar eher die neueren Spieler oder die, die das Game noch gar nicht haben, gezielt und sich noch nicht sicher sind, welche Version sie kaufen möchten oder welche Version es überhaupt gibt. Ich hatte schon mal so ein Video gemacht, das ist allerdings schon sehr lange her. Ich glaube 2 Jahre mittlerweile, wo ich eben so eine Version Beratung gemacht hat, aber da sich doch einiges im Spiel geändert hat, denke ich, man kann da mal wieder was up to date machen und ich denke, es kommen ja auch immer wieder mehr Spieler dazu und deswegen gehen wir jetzt gleich mal rein. Also ihr könnt auf escapefromtarkov.com gehen und dann geht ihr hier auf Pre-Order Escape from Tarkov. Alle Versionen, die ihr kauft, könnt ihr auch direkt starten, also es ist keine Closed Beta mehr oder irgendwas, wenn man sagt, okay, man kriegt halt keinen Zugang oder wie auch immer. Also ihr könnt mit allen Versionen sofort spielen. Okay, dann gehe ich zuerst mal auf die verschiedenen Versionen, was es gibt, ein. Also es gibt die Standard Edition, die liegt bei 34,99. Achtung, bei allen Preisen, allen Versionen kommt noch die Mehrwertsteuer und noch Gebühren für jeweilige Zahlungsmethode, zum Beispiel Sofortüberweisung. PayPal, USW kommen unterschiedliche Gebühren noch dazu. Also es kommt immer noch on top. Das finde ich ziemlich krass, aber gut, es ist halt nicht nur in steuerpflichtigen Ländern und deswegen ist halt die Steuer da nicht dabei. Aber kommt halt noch drauf. Das schockt manchmal ein bisschen am Schluss. Hier gibt es die Left Behind Edition für 57,99, die Prepare for Escape Edition für 79,99 und die Edge of Darkness, die größte Version für 100. 10 Euro, 109,99 €. Die kosten nachher, glaube ich, on top 120 € oder noch ein bisschen mehr. Kosten noch ein bisschen mehr, also fast 130 €, glaube ich, mit Gebühren. So, dann gehen wir mal auf die verschiedenen Versionen ein. Zuerst gesagt, also wenn ihr neu seid, euch nicht sicher seid, ob ihr das Spiel lange spielen wollt, kauft natürlich nicht gleich die teuerste oder mittlere oder günstigere Version, sondern holt euch erstmal die Standard Edition für 34,99 €. Testet das Game, wenn es nichts ist, habt ihr halt 35 € in die Tonne gehauen, beziehungsweise 35 € plus Gebühren. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich hole mir die EOD-Version für 130 € nachher und habe nach 2 Wochen keinen Bock mehr und das Spiel ist nichts für mich, dann bringt es nichts. Vorteil ist, wenn ihr euch die Standard Edition holt, ihr müsst nachher nicht, wenn ihr sagt, oh, das Game ist so geil, ich will auf jeden Fall die Edge of Darkness Edition, ihr müsst dann nicht wieder 130 € bezahlen, sondern ihr könnt euren Account einfach upgraden. Das heißt dann quasi 35 € oder die, was ihr hier gezahlt habt, wird dann von der EOD Edition abgezogen und ihr zahlt nur noch die Differenz, egal auf welche Größe ihr upgradet. Nur wichtig ist, wenn ihr jetzt die Standard Edition habt und ihr habt schon Zeug gelootet und habt alles und gradet dann ab, dann müsst ihr einmal das Spiel quasi komplett zurücksetzen. Das heißt, ihr habt dann nur wieder die Standard-Items, was ihr eben zur jeweiligen Edition dazu bekommt. Und das ist auch gleich das nächste Thema. Was bekommt ihr zu welcher Edition? Welche Edition lohnt sich am meisten? Lohnt sich die EOD Edition? So, ihr könnt hier mal draufdrücken, Bonusausrüstung am Start darunter. Das ist eben Ausrüstung, die ihr zum Reset oder zum Neustart eurer Version als eben im Inventar habt. Das heißt, ihr habt ein paar Rucksäcke, Westen, Pistolen, Magazine, Wasser, Erste Hilfe, Meds, ein bisschen Kohle, eine AKSU und einfach so ein bisschen Start-Equipment, was auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Wenn ihr dann auf die nächste Left Behind Edition geht, da habt ihr dann eben ein bisschen mehr. Bisschen mehr schon irgendwelche Quest-Gegenstände habt ihr schon dazu, Schiene für Knochenbrüche zum Beispiel, ein bisschen höhere Meds, ein paar Granaten, ein zusätzlicher Rucksack, mehr Waffen, 2 AK-74 dazu und ja, ich muss gerade mal schauen. Ihr habt quasi in den ersten Versionen Standard Edition und Left Behind Edition habt ihr einen Safe-Container, den gibt es generell, der ist dann 2x2, sprich 4 Felder im Quadrat, wo ihr Sachen unterbringen könnt im Raid, den ihr mit reinbringen könnt oder eben aus dem Raid raustragen könnt. Wenn ihr sterbt, verliert ihr das nicht. Das ist ein Safe-Container. Wenn ihr euch mit dem Spiel befasst habt, wisst ihr vermutlich schon, dass es den gibt. Und da habt ihr in den ersten zwei Versionen eben den 2x2, also den Alpha-Container. Wenn ihr dann auf die Prepare for Escape Edition geht, habt ihr den Beta-Container, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, ich weiß gar nicht, wo es jetzt hier drin steht, aber da habt ihr den Beta-Container, der ist 3x2 Felder, sprich 6 Felder, da könnt ihr eben auch dann Sachen speichern,
Zudem habt ihr noch mehr Rubel, mehr Metz, mehr Granaten. Hier nochmal eine SMG, $1000, ein Helm schon, also einen ziemlich starken Helm, spezielle Metz und hier eine AK-74 mit Handschutz. Einfach ein bisschen mehr Stuff. Und wenn wir dann zur Edge of Darkness Version gehen, da habt ihr am meisten Ausrüstung. Ich will jetzt gar nicht auf das Einzelne eingehen. Könnt ihr euch dann auch einfach nochmal in Ruhe angucken. Ihr habt hier noch den Vorteil, dass ihr Ingame-Händler schon einen besseren Ruf habt. Und alle kommenden DLCs habt ihr hier. Habt ihr die hier auch? Hier, nee, ich sehe nicht dabei. Also hier kriegt ihr auch alle zukünftigen DLCs, die rauskommen sollen. Bekommt ihr dazu kostenlos. Und noch ein großer Aspekt, hier habt ihr den Gamma-Container. Der ist um einiges größer. Der ist 3x3 Felder, sprich 9 Felder im Quadrat, wo ihr eben Ausrüstung drin speichern könnt. Und das ist schon, ja, es ist schon auf jeden Fall ein Vorteil. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass ihr die Safe-Container auch nachträglich über Quests und eben auch Ingame-Käufen euch kaufen könnt, bis auf den Gamma, aber ihr kriegt auch einen größeren, wenn ihr alle Quests erledigt habt und, glaube ich, das Hideout auf Max habt, dann kriegt ihr noch einen größeren Safe-Container. Wobei man dazu sagen muss, dass der Safe-Container auch immer mehr geschwächt wird, sage ich jetzt mal so. Also man kann jetzt auch schon seit dem letzten Patch keine Waffen mehr reinpacken und es soll jetzt auch noch kommen, dass quasi gar keine Tauschgegenstände, die man eben, die besonders wertvoll sind und die man eigentlich da eben reinpacken will, eben nicht mehr reinpassen. Also es wird immer mehr geschwächt. Der soll auf jeden Fall an Wichtigkeit verlieren. Man kann dann höchstens eben noch Mets für sich mit reinnehmen oder Sachen, die man eben, die einem wichtig sind und die man aber in den Raid mitnehmen möchte, wie Schlüssel oder sonst irgendwas reinpacken. Aber da muss jeder für sich entscheiden, wie dringlich der ist. Generell zu der Ausrüstung, die ihr habt. Also ich würde jetzt nicht anhand von der Massen an Ausrüstung, die ihr hier zusätzlich bekommt, die EOD-Version nehmen, weil jeder, der das Spiel eine Weile spielt, hat, weiß, dass man den Stuff wirklich auch so genug bekommt. Also da müsst ihr nicht drauf geiern. Ein Vorteil ist noch, ihr habt vom Start her ein größeres Versteck, das heißt also ein größeres Inventar, wo ihr Sachen unterbringen könnt. Das ist sehr nützlich am Anfang. Also ihr habt mit der EOD-Version direkt von Anfang an das größte Inventar, was aber auch wieder dazu kommt, dass man das mittlerweile mit seinem Hideout eben auch ausbauen kann. Das heißt, wenn ihr die kleinste Edition habt, könnt ihr euer Hideout über Quests und Ausbauen eures Versteckes eben vergrößern. Und hier mit der EOD-Version habt ihr halt den Luxus, dass ihr es von Anfang an groß habt, plus die ganzen anderen Sachen und DLCs. Und ihr unterstützt natürlich auch die Hersteller mit dem höheren Preis mehr. Also grundlegend würde ich sagen, jeder, der das Spiel sich nicht sicher ist, das Spiel testen will, kauft euch auf jeden Fall die Standard Edition. Da macht ihr nichts falsch, ihr verbrennt kein Geld, wenn ihr sagt, okay, ich habe nachher keinen Bock mehr, ich habe jetzt halt die 35€ plus Gebühren rausgehauen, aber ich habe eben nicht 130€ rausgehauen oder 80€ oder wie auch immer. Und wenn ihr euch danach entscheiden solltet, auf eine höhere Version abzugraden, zahlt ihr immer nur die Differenz. Das ist eigentlich, finde ich, sehr fair geregelt. Das heißt, wenn ihr nachher sagt, ich will EOD oder die Prepare for Escape Edition, zahlt ihr immer nur die Differenz. Das ist ein ziemlich, ziemlich nicer Move auf jeden Fall. Lohnt sich dann auf jeden Fall abzugraden oder eben zu sagen, nee, ich spare mir das, ich habe keinen Bock drauf, keine Ahnung, da hat man halt nicht so viel Geld kaputt gemacht. Das ganze Zeug, was man in-game hat, ist, sage ich mal, okay, nice to have, aber wenn man ein bisschen spielt, hat man mehr als genug Loot. Der Safe-Container ist auf jeden Fall auch sehr nice. Ob der jetzt einem so viel Geld unterschiedlich dann wert ist, man weiß nicht, wie es weitergehen soll, wie weit der noch genervt wird, wie leicht man dann vielleicht noch den anderen größeren oder fast so großen Container in-game bekommt, den man sich dann auch mit Sicherheit im Flea-Market kaufen kann. Ja, also ich bin jetzt mal so ein bisschen drauf eingegangen. Meiner Meinung nach, also ich habe auch selber die EOD-Edition, habe aber auch mit der Standard-Edition angefangen, habe mich durchgetestet und habe dann relativ schnell auf die EOD-Version abgegradet, weil ich wusste, okay, das Game wird mich auf jeden Fall ziemlich lange beschäftigen und da finde ich es dann auch einfach worth it, weil nach jedem Vibe startet man mit so einem kleinen Boost schon in die Runde. Aber ja, wer viel spielt, kann das relativ schnell wieder wettmachen und hat eigentlich keinen großen Nachteil, wenn er die Standard-Edition besitzt.
So, ansonsten, wenn irgendwas falsch war oder irgendwas ihr andere Meinung seid oder sonst was, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen zu irgendwas habt oder ich was unklar ausgedrückt habe, schreibt es auch bitte in die Kommentare. Des Weiteren würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Schaut doch gerne auf meinem Livestream vorbei. Da spielen wir auch sehr aktuell, sehr oft Escape from Tarkov. Twitch.tv/HangeMauLive. Link ist auch in der Videobeschreibung. Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.